Undank ist der Weltenlohn. Da habe ich in der letzten Folge unseren Superhelden so toll ausstattet, das darf Martin spielen. Ja. Toll. Was machen wir? Wir machen jetzt Schweinereien und Nebenmissionen. Und richtig. Hoffentlich beides gleichzeitig. Erstmal untersuchen wir den Pool. Da sitzt jemand und weint. Was ist da denn? Da kann man was zu essen. Macht, Softdrink. Macht Platz. Sieht das als Limo eigentlich? Weiß ich nicht. Den Kaffee kannst du weghauen. Den kann ich mal eben einfach selber trinken. Ja, genau. Hurra, Limo! Hebt den Softdrink auf. Was machen wir jetzt? Den Pool inspizieren. Genau. Macht Platz für den Rutscheninspektor. Gott schütze diesen Mann. Ups. So. Alles kaputt. Aber der ist gar nicht weit weg, da kann ich eben hinlaufen. Ich bin mir die ganze Zeit unsicher, ob es die bessere Wahl war, das auf Deutsch zu spielen, weil die Dialoge so hölzern sind. Das macht's halt noch absurder alles. Ist auch ganz schön scheiße synchronisiert zum Teil. Ja, weil sie reagieren halt so mit so einer totalen Gleichgültigkeit auf alles. Müsst ihr euch mal reingucken, in die englische Video ist. Weg. Ja, auch all diese Sprüche sind halt auf Deutsch so daneben alle. Das ist der Wahnsinn. Weg. Keine Zeit für euch. Kannst du da rechts hoch? Nicht direkt, glaube ich. Brauche ich da bei Ihnen? Meinst du? Da. Hier so hoch. Boah, Michi. Ich kenne mich hier aus wie in meiner Westentasche. Ich hab keine Weste. Oh, was gibt's hier? Ausschließlich mit Kombi. Ich hab auch ja, eine Kombi-Waffe. Top. Du schaffst so 100 Kills mit dem Superdrachen. Okay. Do it! So, Jungs. Gut, dass du sie alle vorher schon weggeschreddert hast. Wo ist denn mal mehr los? Da vorne. Brauch richtig viele Leute. Du hast ja dann einen Flugangriff, genau. Ja, in einen rein. Ja, ist gar nicht so einfach damit, das Blitz zu kriegen. Back! Los geht's! Braucht mal mehr Leute. Ein Schmeck. Wie oben auf dem Highway zum Beispiel. Ja. Nur Bronze. Was ist denn? Sind denn weiter oben kaputt? Vielleicht noch mehr? Ja, jetzt kommen sie natürlich alle angeschissen. Mal umgucken, wo noch mal mehr Leute sind. Vielleicht sind ja oben mehr. Feuer heiß. Ah, der Mechadra hat's auch bald schon wieder. Ja, du hast doch dieses Super-MG und den Scheiß noch. Also. Schau mal da hoch, ob da mehr ist. Was da ist. Ja, da ist der Pool. Ja, dann. Was zur Hölle ist denn hier los? Oh mein Gott, du kommst genau richtig. Sie sterben, wenn sie kein Essen kriegen. Du fütterst sie? Wenn du nicht aufpasst, reißen sie dich in Stücke. Sie sind hungrig. Das ist meine Familie. Was ist, wenn sie am Ende ein Heilmittel finden? Ich lasse sie nicht allein. Es ist ja toll, dass du noch Hoffnung hast und deine Familie liebst, aber meinst du, das hilft? Was soll ich sonst tun? Sie... Frisches Fleisch! Nur ein bisschen für meine Mutter! Okay, bring Jason Fleisch. Das ist so eine ähnliche Szene gibt es in Diary of the Dead. Das ist das, was du, glaube ich, vorher meintest mit der Handkamera. Stimmt, Diary of the Dead, ja. Und da finden die ja dann am Ende auch so ein Haus und da hat dann ein Typ seine ganze Familie in den Pool geschmissen, also eine zombifizierte Familie, aber der Pool ist aber Wasser gefüllt, dass sie halt da
aufgehoben sind. Okay. Weil sie sich da nicht schnell bewegen können unter Wasser, mehr oder weniger, und halt für den Fall, dass es ein Heilmittel gibt oder so, der er bringt es halt nicht übers Herz, sie umzubringen. Hast du eine Idee, wo ich Fleisch bekomme? Weiß ich nicht. Also auch nicht direkt jetzt. Also eigentlich ist diese, unser ganze Spielsession ist nur eine endlose Suche nach Schinken. Wo kriegt ihr Fleisch her? Schinken. Ist denn hier nicht das Steakhouse um die Ecke? Weißt du, da wo wir die Kettensäge gesucht haben und ständig in dieses Restaurant rein sind. Könnte das hier sogar das sein? Das könnte sein. Ich starte noch einmal kurz die Nebenmission auf dem Weg. Da unten sind ganz viele. Vielleicht schaffe ich ja noch mal ein paar mehr. Zumindest die Silbermedaille. Was liegt denn hier rum? Absinth zählt doch auch als Fleisch. Riesenwasserpfeife. Okay. Hey, hey, hey. Smoke weed every day. Nicht das Ding wegschmeißen. Ja, schaut doch wieder. Y-Schlag. Edit. Oh nein! Oder nach vorne hin zu denen. Ja. Komm! 14, noch 8! Jawohl! Und den noch. Jawohl! Und fett Level Up. Und fast schon wieder Level Up. Und. Und irgendwie zeichnet die Xbox ständig, ohne dass man ihr das sagt, Spieleclips auf. Geil, wir können sowas ins Internet stellen, was wir hier machen. Das ist ja gut. Das ist eine gute Idee. Geiler Scheiße, wir werden reich und berühmt. Gewandtheit, was bringt das? Niederschlag, Wendigkeit beim Sprinten, unbegrenzter Sprint, das kommt da eh noch. Nahkampf, Nahkampf, Schaden, das ist eigentlich alles ganz geil, oder? Mhm. Mach einfach da mal. Weg! Hallo! Ich hab gesehen, was ich mit euren Kollegen gemacht habe. So, ein paar, die auch noch kaputt, wenigstens gleich. Dann wieder Platz im Inventar. So, was machen wir jetzt? Jetzt muss ich hier Fleisch bringen, das war's ja. Wir hatten ja was vor. Noch mal kurz auf die Karte gucken. Wir sind hier, da sind irgendwie Wohnhäuser. Da so ist so ein Safehouse, kann man aber spawnen. Das könnte gehen, ja. Probier das doch mal. Das hat unsere Zuschauer ja auch in die Kommentare geschrieben, dass wir eigentlich jede von diesen Bringmissionen so erledigen können. Das ist ja Schummeln, das machen wir nur in Ausnahmefällen. So, wo ist das Safehouse? Hier irgendwo. Das war doch da drin. Wo man übers Gerüst seitlich rein musste. Ja, schon richtig. Ja. Aufs Gerüst. Aufs Gerüst. Liegt da nicht sogar schon Fleisch? Da liegt auch kein Fleisch. So. Sushi ist das, Michi. Das Fleisch des Meeres. Das Fleisch des reichen Landes. So, ja, wie komme ich jetzt hier einfach da rein? Da ist auch der Schrank. Liegt denn hier rum? Nur die tollsten Sachen. Ist der Schrank einen weiter oben, oder was? Da ist er doch. Das stell dich halt an. Achso, ich habe auf die Karte geguckt und wollte zu dem grünen Symbol direkt, aber das ganze Haus nicht markiert. Na gut. Jetzt haben wir hier, kleiner Schrank brauchen wir nicht. Wir sehen immer noch sehr gut aus. Waffenschrank brauchen wir auch nicht. Doch. Ist es ein Waffenschrank essen? Denk schon. Yep. Wenn ich koche, ist Essen immer eine Waffe. So, weg damit. Helme. Na. Doch vertan. Ja, aber so eine Kettensäge hätten wir letztes Mal hier gekriegt, aber was zu essen gibt's hier nicht. Aber ich kann mir ein paar neue Sachen mal eben noch mitnehmen, wenn wir das aufgeladen. Sicher, das ist dann im Kleiderschrank ist es auch nicht drin dann. Nö, vielleicht war das Essen gar nicht so. War das ein Extraschrank?
nie genug Flammenschwerter haben. Nein, soll ich das benutzen? Brauche ich überhaupt nicht. Weg damit. Aufheben, Flammenschwert. Danke. Gucken wir mal in den anderen Schrank, ob man es da spawnen kann. Hier ist dann nur das von Überlebenden. Ich schaue mich mal kurz um, ob hier was liegt, was passendes zufällig. Wo ein bisschen Fleisch zu Hause liegen. Ein Bagel. Ah. Ess ich den mal. Ja, nom. Schauen wir uns im kleinen Schrank, ob man das da spawnen kann. Ich nehme kurz meinen Flammenschwert hier mit. Ich glaube eher nicht. Nope. Okay, müssen wir doch noch was selber tun hier. Kein Essenschrank, kein Kühlschrank. Was ist denn hier los? Scheißwohnung. Nicht mal auf dem Klo ist was. Was liegt da im Klo? Ein Klo. Ach, wie speichern. Das ging ja auch noch. Fantastic. Ja dann. Weiter auf die Suche nach Fleisch begeben. Wo ist denn dieses blöde Steakhouse gewesen, wo wir... Nee, was? Das war ja im Norden auch, im Nordosten. Da sind wir schon eigentlich ungefähr richtig. Aber ich will eigentlich... Ich muss auf die Karte gucken. Ist es nicht hier am Eck? Boah, ist das weit weg dahin. Hä, wo ist denn... Wo ist denn die Mission? Ach, da. Geh mal da in die Richtung weiter. Ich glaube, das war schon richtig. Da kann man ja gerade her. Da ist es doch geradeaus. Das hohe, das. Das müsste es sein. Ja, möglicherweise auch nicht. Ich glaube, das ist es. Nee. Was steht denn da sonst? Ein Challenger. Okay. Das erklärt, warum ich da letztes Mal so schlecht bedient worden bin. Guten Tag, ich hätte gerne das Steak. Wir können Ihnen eine Couch anbieten. Steak. Das Flammenschild ist echt eine der besten Waffen. Ja, das ist der Hammer. Wenn wir damit aufrollen. So. Oh mein Gott! Ich hätte zwischendurch immer seine Anfälle halt. Weg! Aber es hält nie lange, das Flammenschwert. Nee, wir müssen mal diese Nahkampf-Upgrades, dass alles länger hält. Wir brauchen so ein Buch noch. Ja. Wir haben ja schon eins, dass es länger hält, aber wir brauchen eins, dass es noch länger hält. Big Bug, was da ist doch gleich. Ja, Big Bug, hier müsste es doch in der Nähe sein. Hardware. Boah, hier mal rein. Hier schick. Ey. Da liegt eine Frank West Statue. Und Doku-Regel. Hier gibt's alles. Frank West. Wo ist sie? Im Baumhaus wahrscheinlich. Kletter mal da hoch. Geil, ein Baumhaus. Was ist das denn für ein Baumhaus? Bonziger geht's auch nicht mehr. Da. Das ist echt voll das Bonzen-Baumhaus. Bonzhaus. Kommt man da rein in diese Villa? Kannst du wenigstens kaputt machen. Oh, hier ist ganze Equipment. Oh, neuer Plan. Nein! Der Bumbeer! Wow, mal gucken, was der Bumbeer genau braucht. Freiheitsbär plus Dynamit. Aber wahrscheinlich sprengt er sich in die Luft, wenn er fertig ist. Der Freiheitsbär ist doch der mit den Waffen, Maschinengewehren, oder? Genau. Das okay. Heißt, der Jester selbst. Da ist er runtergefahren. Na gut, dann müssen wir es halt so machen. Das kann ich mal kurz wegschmeißen. Tschüss, ist schon fast kaputt. So, Dynamit nehmen wir mit. Was kann ich hier noch wegschmeißen? Die Limo wollten wir ja behalten. Ja, ich gucke, ob das überhaupt zählt. Ach, hier ist so ein Sturmgewehr, bringt eh nicht viel. Ja. So. Und ja, dann spring ich dabei hinterher. Kann hier eh nicht rein. Kannst du sie einfach fallen lassen? Okay. So, lassen wir das eben kurz fallen, wir Platz haben. Ja, brauchst doch gar nicht kommen. Wir sind noch nicht so weit, es wartet halt mal. Chillt mal aus. Der Hallo. Bär. Nicht zu verwechseln mit deinem Lieblingsbären, ne? Aber das hatten wir ja bereits. So, wir müssen aber auch ordentlich Leute sein. Da vorne ist noch ja, ich guck mal hier nochmal rein. Da ist, glaube ich, ein abgesperrtes. Tiot Bastler.
soll das heißen? Töte. Ben ist es Englisch. Incredible, Bastler. Overpowered. Death Bastler. Bastler ist doch kein englisches Wort. Stell ihn halt da hin jetzt. Ja, gleich. Er hat mich umgetackelt. Und ich finde den Bär dabei oder was? Ja, wenigstens an. Nee, du musst den schon selbst aufgestellt haben. So. Boah, der schießt aber auch mit Explosivwaffen. Echt? Ich dachte, der springt sich. Kann ich ihn auch jetzt noch nehmen, während er läuft? Ich glaube ja. Guck mal, der hat jetzt unten halt MG und Panzerfäuste. Nee, da kann ich nicht so richtig steuern. Also dafür braucht man auf diesen Wagen. Ja, aber stell dir noch jetzt hier in die Einfahrt. Ja. Au, kann ich nicht jetzt hier kombinieren? Bewegung, Bewegung! Warum lässt ihn denn nicht los? Ups. Danke. Der schießt ja mit Explosivgeschossen. Zwischendurch. No! Oh! Friendly Fire! Da hat die Treppe weggesprengt! Das Geländer! Oh nein! Weg hier! Du auch noch! Er guckt in die falsche Richtung! Mit dem kannst du aber nicht. Du hast so eine Bienenbombe. Ah, genau. Stop! Er soll doch in die richtige Richtung gucken. So, danke. Dann sind wir gleich wieder um. Okay, der räumt ja mal auf. So, vielleicht finden wir in dem Haus hier mal Fleisch. Fleisch? Ah nee, das ist noch so ein Story-Dings. Nicht ja. Das andere Haus ist auch so verschlossen. Die ganzen geilen Häuser sind alle noch zu. Hier liegt noch, der Plan ist noch drin in dem verschlossenen Haus. Ja, ist alles halt drin. Ich bin auch nicht frei. Tja, bin ich jetzt gar nicht zu dem XXX-Versteck gekommen. Das heißt, die Sauerei bleibt mir überlassen. Ja, du musst erstmal in der nächsten Folge jetzt noch Fleisch finden. Okay. Und dann mal gucken, ob das XXX-Versteck dann auch noch ausplündern kannst. Mach mal. Bis dann, ciao.